Frage ist, welcher Gulli denn jetzt hier? Ah, da vorne, den Gulli können wir benutzen. Den Kanaldeckel hier. So, was machen wir auch direkt. So, rein mit der Plürre. Eine von WTF! Oh, oh Gott, die Zombies brennen ja alle. Burn, motherfuckers, burn. Ja, euch ein bisschen heiß unterm Arsch geworden hier, ne? Hat der Moos wieder ein schönes Gebräu zusammengemischt. Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Und ich habe immer noch 5 Kraftpunkte, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich sollte gleich nochmal eine neue Fähigkeit lernen. So, mal schauen, was es da Schönes gibt. Erstmal bringe ich meinen Arsch in Sicherheit. Und jetzt schauen wir einfach mal. Was haben wir denn da Schönes? So, wir müssen hier, müssen wir noch... flüssige Verteidigung, aber das kann ich noch nicht erlernen. Dann spare ich mal noch auf die flüssige Verteidigung, würde ich mal sagen. Oder was kann man hier als nächstes nehmen? Als nächstes habe ich tanzende Klinge, verbraucht alle Klingenressourcen, kanalisierter Bündelungsangriff, der pro Treffer 70 bis 106 körperlichen Schaden verursacht, abhängig von der Anzahl der verbrauchten Ressourcen. Ja gut, nehmen wir einfach mal mit. Keine Ahnung. Weil hier bekomme ich jetzt nämlich gleich noch als nächstes, dass meine Klinge 10% mehr Schaden macht. Deswegen gehe ich jetzt darauf zuerst als auf das, was ich davor gesagt hatte, dass flüssige Verteidigung. Ja, genau. Damit ihr da jetzt auch Bescheid wisst. So, USBV oder USBV an einem verlassenen Roller befestigen. Ja, hier irgendwo steht jetzt ein verlassener Roller rum. Auch nicht schlecht. Jetzt muss ich hier echt noch so einen komischen automatischen Drahtesel finden. Hier ist ein verlassener Roller. Ja, daran kann ich auch was befestigen. So. Oh, hier tickt was runter. Oh, 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 oh. Hahaha, genatzt. Moose Arsenal aus seiner Kiste mitnehmen. Ja, das machen wir jetzt hier als nächstes. So, wieder auf Sprinten zurückwechseln. Schalalalalalalalala. Ja, Lust auf Zerstörung hier, volles Rohr, was Moose da für geiles Zeug gebaut hat. Also muss ich mal sagen, das finde ich ganz cool. So, jetzt Moose sein Arsenal mitnehmen. Stufe 5 von 5, wir sind also schon am Ende der Quest. Und die Kanalisation betreten ist die nächste Aufgabe. So, wir haben auch einen Gullideckel markiert, da vorne in 70 Meter Entfernung. Ach, das ist ein Zombie, das ist ein Spieler. So, hier abgeschletzt. Abgeschletzt. Auch nicht schlecht. Abgeschlitzt meine ich natürlich. So, und jetzt hier rein in die gute Stube. Wollen Sie den Kanalanschluss von Kingsmith betreten? Solo-Instanz, aber jawohl ja. Runter da. So, und ich trinke direkt mal einen Schluck Tee. Apfel-Erdbeere übrigens heute mit etwas Süßstoff und Honig. Moose-Arsenal an einer trockenen Stelle ablegen. Okay, das legen wir jetzt hier ab. Die trockene Stelle. Also wunderbar trocken hier, so neben all dem Wasser. Einige Sprengkörper aus dem Arsenal mitnehmen. Ah ja. USBV platzieren. Ach, das ist doch das Ding, was jetzt hier gerade zum Mörder-Terror gemacht hat. Minen platzieren. So, was haben wir hier? Eine durchnässte Broschüre. Einer der Bewohner von Kingsmith scheint Morning Light gar nicht zu mögen, sonst wäre das hier nicht unten gelandet. Wer würde die Propaganda von Morning Light den weiten Weg in ein Inselstädtchen wie Kingsmith bringen? Für 9652 Erfahrung. Aha. Die Broschüre studieren, durch nächste Broschüre untersuchen. Das Licht. Was macht uns zu Menschen? Spiritualität. Menschen haben die einzigartige Fähigkeit, sich von innen heraus zu ändern, besser zu sein, glücklicher zu sein, die nächste Stufe der Existenz zu erreichen. Neben uns rennen Zombies lang, uns ist das scheißegal.
Was ist die nächste Stufe der Existenz? Die Menschheit ist angekettet an alte Vorurteile, alte Ängste, alte Institutionen. Die nächste Stufe der Existenz ist eine Revolution dafür, wie man sein sollte, wie man glücklich sein kann, wie man schön sein kann, wie man im Licht vom Morning Light baden kann, wie neben einem gerade die Bombe hochgeht und es einen einfach am Arsch vorbeigeht. Was ist Morning Light? Es ist die Antwort. Es ist das erste Licht einer neuen Dämmerung. Es zeigt uns, wie man die Welt verändert und nach der Sonne strebt. Wie strahlend ist ihre Zukunft? Es liegt bei Ihnen. Philipp Marquardt und Millionen wie er haben gelernt, ihr inneres Potenzial freizusetzen. Die neue Dämmerung naht. Umarmen Sie das Licht. Das ist Morning Light. Besuchen Sie uns im Angel Street Park, dort nicht mehr. Langmore Trail. Ja, und da sollen wir jetzt auch direkt hingehen. Und währenddessen ich jetzt hier so episch vorgelesen habe, haben wir jetzt hier die ganze Action verpasst. Bevor einer nörgelt, war nicht viel los. Im Endeffekt kamen nur die Zombies angerannt. Alles ist in die Luft geflogen, alle tot. Und ja, ich kann jetzt den Bericht abschicken. Und dieser sagt, also die Antwort auf den Bericht: Eine überzeugende Demonstration. Wir begrüßen abwechslungsreiche Methoden. Die Drachen können Ihnen keine große Anzahl von Streitern zusagen. Nur das Schicksal entscheidet, wie viele wir sind. Aber wie Sie selbst gezeigt haben, werden Zahlen bedeutungslos, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Ihre Daten ermöglichen es uns, die Stärken und Schwächen unserer Feinde zu analysieren und dann sind wir vorbereitet. Für den Moment sind wir jedenfalls sehr zufrieden mit den Ergebnissen Ihrer Beschuss auf Distanztaktik. Das größte Geschenk ist ein Feind, der auf dich zustürmt, nur um sich dann hinzulegen und dir die Füße zu küssen. Ja, dafür gibt es 38.000 Erfahrung, 5.000 Pax Romana, 2 Zechinen von Solomon Island und wir können einen neuen Ring anlegen. Und wir nehmen... ich würde sagen, nee, Heilung brauche ich nicht, Blocken brauche ich auch nicht. Dann nehmen wir Ape-Hangers. Ich würde jetzt Ape-Hangers lesen, oder? Ne? Also Ape-Hangers Ring. Plus 10 kritischer Trefferwert, plus 106 Gesundheit, plus 72 Angriffswert. Das Ganze ist QS2, also das gute Stück ist Qualitätsstufe 2. Es bringt uns also weiter, wir bekommen neue Punkte und sind stärker geworden und noch ganz viel mehr. Und haben eine neue tolle Quest, nämlich wir müssen zum Lager von Morning Light gehen. Ja, Pumpomatik. Die Pumpen-Action hier unten starten. So, ich könnte mal kurz etwas tiefer hier in die Kanalisation eindringen, aber hier hinten scheint auch schon Schluss zu sein, oder? Ja, hier ist zu. Ganz weiter in der Dunkelheit dürften auch noch einige bösartige Kreaturen und Joey Slater lauern, aber ja, für den interessieren wir uns heute nicht. Deswegen verlassen wir jetzt diese Kanalisation wieder und gehen zurück an die Oberfläche. Und trinken dabei einen Schluck Tee. Benutzen Sie den eingebauten Webbrowser mit B, um bei Untersuchungsmissionen Recherchen anzustellen. So, Morning Light. Nee, das ist jetzt eine andere Quest. Ich will, zack, damals. Eigentlich will ich hier die Quest machen. Du stellst ja jetzt hier meine Quest nicht um. Ich will die Quest... Ah, doch, ja, doch, die nahende Dämmerung, das ist richtig. 313 Meter. Los geht's. Das Wandern ist die Jugendlust. Tippetap, tippetap, poch, poch, poch. Ganz schön still hier gerade. So, da oben rennt ein Zombie etwas verwirrt um den Baum. Der Zombie, der rennt um den Baum. Tippetap, tippetap, poch, poch, poch. Was haben wir denn hier? Eine verbrannte Leiche. Angekohlte Überreste. Oh mein Gott. Ja, einmal Roasted Beef, bitte.
So, wir sprinten. Was macht der denn da? Aha, auch nicht schlecht. So, da hinten ist das Lager von Morning Light und ich glaube, ja, hier waren wir schon mal. Zack. Und zwar nach weiteren Informationen suchen. Erstmal haben wir hier hinten ein bisschen Wissen. Morning Light, die Philosophie der Bewegung. Ja, ich muss mir echt mal Zeit nehmen und diese ganzen Wissenssachen mal lesen. So, was hier vorne ist das glorreiche Symbol vom Morning Light. Dazu zwei Stereoboxen und ein Kasten Bier. Oh ja, dieser Religion trete ich auch bei, wenn man hier immer bei den Gottesdiensten Bier trinkt. So, Morning Light Informationszettel untersuchen. Ich hoffe, was haben wir hier? Ja, ich werde das Licht umarmen. Morning Light Informationszettel Walter Berry. Achso, Bestätigung. Ich bestätige hiermit, dass meine Angaben korrekt sind und ich damit einverstanden bin, drei persönliche Gespräche mit einem Morning Light Berater zu führen, um meine spirituelle Entwicklung voranzutreiben. Klingt nach einer Hippie-Kommune. So, egal. Wir senden den Bericht und bekommen auch just eine Antwort. Morning Light ist eine moderne spirituelle Bewegung. Sie nehmen Elemente östlicher und westlicher Religion und vermischen sie zu einem Brei, der praktisch klingt und vermarktbar ist. Sie predigen Veränderung und Stärkung, aber in ihren Rängen wimmelt es von spirituellen Feiglingen und Schafen. Wir raten ihnen davon ab, sich dort anzumelden. Erleuchtung gewinnt man nicht durch eine DVD. Natürlich ist es ihre steigende Popularität ein Zeichen der Zeit, genau wie ihre Präsenz in Kingsmith. In finsterer Dunkelheit sind den Menschen einfache Antworten immer lieber als der kalte Stich des Chaos. So, wir bekommen immerhin 1670 Pax Romana, ein Zichin von Solomon Island und ja, knapp 5000 Erfahrungspunkte und sind jetzt hier gelandet im Lager von Morning Light. Und ja, was können wir hier machen? Ein kaputtes ferngesteuertes Flugzeug. Rückkehr von Sexy. An dem ferngesteuerten Flugzeug klebt eine Notiz. Hi Skaterboy. Das hier ist um mein Zelt herumgeflogen. Schon wieder. Kannst du nicht endlich aufhören, von mir zu träumen? Kocht das Blut in deinen kleinen jungen Adern wirklich so schlimm? Haha. Und falls nicht, dann bestimmt, wenn du die hier siehst. Chuchu Cassie. Aha, Danny ist einer der wenigen noch lebenden Jungen in Kingsmith und er lässt sich nicht einmal von der Apokalypse seine natürliche Neugier und seinen Übermut nehmen. Er wird sein Flugzeug bestimmt zurückhaben wollen, zumal Cassandra King eine überaus entgegenkommende junge Frau ist. Okay, Danny kennen wir, bei dem waren wir eben, zu dem müssen wir jetzt auch quasi direkt zurück und... ja, Cassandra King, ja, die sagt uns auch was. Das ist doch die Bitch von Bemor. So, zack, die Rückkehr von Sexy. Aber bevor wir das machen, kümmern wir uns erstmal hier um... Fließt bergab. Ein Kurier muss ein wichtiges Paket schleunigst ausliefern, aber außerhalb der Sicherheit des Lagers lauern zahlreiche Gefahren. Ja, darum müssen wir uns also kümmern. Bring das hier zum Treffpunkt und komm schnell wieder zurück. Halt nicht an roten Ampeln, halt nicht zum Rauchen, halt nicht zum Pissen. Comprende, amigo? Halt, halt! Was zum Teufel? Halt! Wir sind noch nicht fertig, wo willst du hin? Hör zu, bau keinen Scheiß. Pass auf! Denk dran. Wenn du diesen Kreis verlässt, musst du verdammt aufpassen. Du hast jede Menge von diesen Dingern im Kreuz und kein Voodoo, das dich schützt. Aber du wolltest es ja so, stimmt's? Morning Light ist nicht bloß sauberes Leben, Flugblätter in der U-Bahn verteilen und Miss Dreadlocks aus der Orientierungswoche flachlegen. Wir sind die Vorboten der Veränderung, Junge. Die Propheten der Mutation. Die Jünger des Untergangs. Aber nichts passiert, wenn wir nicht unseren Hintern bewegen. Rom wurde zwar nicht an einem Tag erbaut, aber bestimmt auch nicht von Schnarchnasen, die bloß auf ihren faulen Ärschen rumliegen und sich Gras reinpfeifen. Zieh's einfach durch! Wen nervt mich rund um die Uhr, Mann? So läuft es nun mal. Immer nach unten treten. Der Boss hat klar gesagt, die Sache ist wichtig und muss erledigt werden. Jetzt!
Nicht später. Nicht, wenn dir danach ist. Aber tut's mit, mein Freund. Geblende? Jeder muss volle Kanne mitziehen, Junge. Denn sonst ist er nur eine Last. Ja, der Typ scheint ja von seiner Sache mächtig überzeugt zu sein. Che Garcia Hanson. Ja, und er redet von einem geheimnisvollen Bee, ob damit Beaumont gemeint ist. Ja, egal. Wir müssen erst einmal dem Kurier folgen. Das machen wir jetzt auch direkt. Und machen uns tief auf in die Wälder von Kingsmith. Oh, oh. Oh, shit. Ja, da hat sie ihn auch direkt erwischt. Und das Ding hat das Paket mitgenommen.